Ja, also zuerst einmal, im Abspann sehen wir es, da gab es ein kurzes Lachen darüber, ich verstehe, wenn der Name so oft darunter steht und so weiter. Aber irgendwie in dem Fall, weil es eine Texttafel ist, ist es doch für mich interessant, also dass du nicht nur den Rap machst, die Texte schreibst, sondern auch gedreht hast, das geschnitten hast, du bist also alles in einer Person. Wie ist es erstmal möglich, das zu machen? Wie ist es dir möglich, dein eigenes Musikvideo zu machen? Rein technisch erstmal nur. Ja, das frage ich mich auch. Nein, es ist einfach so entstanden, ich habe erst das Lied gemacht. Ja. Also erst das Lied entstanden, wir haben den Beat entwickelt, ich hatte die Idee dafür, ich wollte halt unbedingt gerne ein Lied machen, was diese Thematik aufgreift, weil es mich halt einfach sehr beschäftigt hat. Und beim Schreiben kam mir schon die Idee zu dem Video, weil halt noch so viele konkrete Ereignisse auch waren. Und dann schaut man ab und zu mal in Dokumentationen rein, oder ich schaue auch ganz gerne Dokumentationen, und dann sieht man Parallelen. Und da kam mir die Idee, das Video zu machen. Ich habe ein Jahr in einer Videoproduktionsfirma ein Praktikum gemacht, weil ich eigentlich auch gerne studieren wollte in die mediale Richtung, was immer noch nicht funktioniert hat bis jetzt, aber da habe ich so leichte Erfahrungen gesammelt, und dann war halt auch die Frage, was kann ich wirklich umsetzen, auch alleine, und was ist realisierbar, und so ist der Film entstanden. Ich finde, dass der insgesamt ein unglaublich wütender Film ist. Ich finde, dass der Beat wütend ist, der Rap ist wütend, die Bilder sind unendlich wütend. Woher kommt diese Wut? Von der Thematik. Also das ist ganz klar. Also, aber was die Thematik, wie kommt sie hier rein und macht dich wütend? Was, ich meine, hast du das ja auch gemacht, das Video soll das ja ausdrücken und so weiter, aber ich würde trotzdem noch mehr darüber erfahren, denn sich für das Drastische zu entscheiden, da muss man sich mehr als einmal sagen, ja, ich mache das so und ich mache das genau so und nicht anders. Wie kommt das auch während des Guckens, während des Reflektierens, während das für dich als Videomacher, dich dafür zu entscheiden, dass du es so und nicht anders machst? Also für mich war ganz entscheidend ein Moment im Fußballverein. Ich habe mich irgendwann entschieden, ach ja, ich möchte gerne wieder Fußball spielen, weil ich einfach nicht mehr geschafft habe, Sport zu machen. Es ist wirklich vorbei am Thema jetzt, aber wirklich Sport zu machen, regelmäßig. Und dann so mit alten Bekannten in meinen alten Verein bin ich einfach wieder eingetreten. Und da gab es so eine Situation, dass sich ein Pult irgendwie gebildet hat in der Umkleidekabine. Und die fangen Hammer an zu lachen und freuen sich über irgendwas. Und ich schon so, hä, was ist da los? Und das ist halt auch wirklich, im Fußballverein hast du auch wirklich alle Schichten. Und dann, ja, worum geht's? Was guckt ihr? Dann haben die auf dem Handyvideo eins dieser Videos gesehen, wo ein Typ geköpft wird. Und was halt wirklich Originalaufnahme ist und halt nicht gefaked. Und wo man wirklich jedes Detail sieht, was noch weiter schlimmer ist als die Aufnahmen, die ich verwendet habe. Und hatten so wenig Bezug dazu und Selbstreflexion, sonst haben es einfach nur so konsumiert in dem Moment. Das hat mich wütend gemacht. Das hat mich einfach wirklich wütend gemacht. Und solche Momente oder auch, was man im Fernsehen, diese ganze Handy-Gewalt-Video-Aktion, da denke ich mal, haben wir noch nicht genug? Habt ihr einmal euch mit dokumentarischem Material beschäftigt oder kennt ihr überhaupt die Geschichte der Menschheit? So, wann hört das denn auf? Und daher, glaube ich, kommt auch diese Wut, so dass Leute mit dieser Thematik einfach so lapidar umgehen. Und jeder sagt auch so, ja, Nazi-Zeit, Hakenkreuz, oh, alles schlimm und Zweiter Weltkrieg, aber sich wirklich damit auseinanderzusetzen, machen die wenigsten. Ja. Nun werde ich polemisch sozusagen. Das Problem bei Filmen, die sozusagen so drastisch sind, das hatten wir bei Clockwork Orange und tausend anderen Sachen, ist, dass den Filmemachern ihre eigene Absicht selbst zum Verhängnis wird. Sie werden sozusagen kontraproduktiv. Denn in Wirklichkeit, eine Ebene, auf die ich hinaus will, ist, du hast es all den Leuten, die gerne einen Gewaltporno sehen wollen, sehr einfach gemacht. Denn, verstehst du, du musst immer suchen, die Köpfung und dieses und dieses. Jetzt habe ich schön in einem Ding zusammen und es wird Leute geben. Die Frage ist sozusagen, gibt es die für dich? Wie hast du das für dich beantwortet? Es gibt Leute, die sehen in dem Video, geil. Es wird sie geben, oder? Hast du über diesen Konflikt mal nachgedacht? Ich habe halt gehofft, indem ich es wirklich so komprimiere, dass man vielleicht auch selbst die Leute, denen es gefallen würde, so nach 30 Sekunden irgendwann sagen, okay, ja, irgendwie ist es ja doch nicht mehr so geil. So dass man irgendwann durch diese Reizüberflutung auch, weil man wird halt einfach durchgehend konfrontiert, man hat halt keine Chance, außer vielleicht wegzusehen. Und selbst die Reaktion wird mir als Filmemacher in dem Moment vielleicht eventuell sogar gefallen, weil es halt eine Reaktion einfach ist und zeigt, dass es wirkt. Und ich glaube, das war halt so, dass ich auch trotzdem diesen Weg gewählt habe. Also ich hatte auch den Gedanken, es gibt Menschen, die vor Hunger sterben, einen dünnen Ast zu zeigen, der leicht im Wind und zerbrechlich wirkt.
Aber es war mir dann zu subtil, weil es wirklich geht, ich rede über das Schrecken und deswegen muss man auch damit konfrontiert werden und sich damit auseinandersetzen. Und ich hatte halt auch die Hoffnung, dass es dann durch die Menge und durch die Flut auch wirklich zum Nachdenken dann anregt. Wir müssen über die Rezeption sprechen. Also einerseits hier können wir jetzt noch nicht darüber sprechen, weil das ist gerade jetzt, aber in der Vergangenheit. Wie ist der Film aufgenommen worden? Wo lief der und was hast du für Reaktionen bekommen? Ganz unterschiedliche Reaktionen. Also aufgenommen, ich ist wirklich bei mir im Zimmer irgendwie versucht, das umzusetzen, wirklich dumm zu machen. Die meiste Zeit habe ich, glaube ich, wirklich in der Stadtbücherei verbracht, um dieses Material zu sichten und zu sammeln. Das waren noch zwei schlaflose Wochen. Also es ist sehr gut, dass du auch nicht auf YouTube zurückgegriffen hast und all sowas. Ne? Also das Material, also das macht es dann ganz, würde eine ganz furchtbare Form noch zusätzlich, also nicht zusätzlich, sondern ich finde es sehr gut, dass du echtes Archivmaterial genommen hast, dass du dich da bemüht hast. Ich war auch selbst erschrocken, was man dann wirklich alles findet, wenn man sich erstmal auf die Suche begibt. Das ist ein endloser, also es gibt noch so viel und ich hätte es auch noch, weil oft heißt es auch, wo wir jetzt auf Reaktionen hinausgehen, heißt es halt auch, muss es denn so viel sein? Und ich schon, das ist schon so reduziert, also es hätte noch so viel mehr dramatische Szenen oder auch schreckliche Szenen zu sehen sein können. Und irgendwo muss man halt dann die Waage finden zwischen was ist irgendwie noch erträglich, aber hat trotzdem noch diesen Effekt, den ich halt damit erzielen möchte. Die Reaktion von Leuten, das würde mich nochmal interessieren, was für Anfeindungen oder positive Reaktionen? Also ich habe zum Beispiel erwartet einfach, dass aus der Hip-Hop-Szene mehr Positives zurückkommt. Da kommt schon die Reaktion, aber es ist halt nicht so, ich dachte, okay, ihr seht für 100.000 Euro produzierte Video-Videos, die einfach null Inhalt irgendwo haben. Und dann kommt mal sowas, was irgendwie selbst geschaffen ist, aber es war so, ja gut, wurde wahrgenommen, war auch okay, viele fanden es auch gut. Aber wirklich die Reaktionen, die mir geholfen haben oder mich auch irgendwie da drin unterstützt haben, waren wirklich von ganz anderen Schichten, die überhaupt nichts mit Hip-Hop zu tun haben, auch die Musikrichtung gar nichts mit anfangen können oder vorher schon so, aha, ja okay, jetzt kommt ein Rap-Lied, schon so abschalten, ja stumpf, blöd, dämlich, Grundschule so ungefähr. Und dann kam, ich habe es im Landtag in Kiel, habe ich es gespielt auf dem Auftritt, auf dem Wettbewerb auch und da kam ganz zum Schluss zum Beispiel, ich glaube die war so 70, 80, eine alte Dame zu mir an und hat sich so bei mir bedankt dafür, dass ich halt die Thematik aufgegriffen habe und mich dann mit auseinandersetzt, weil sie auch mir erzählt hat, sie hat die Erfahrung, sie hat den Weltkrieg miterlebt und war halt einfach glücklich, dass es halt nicht ganz aus dem Gedächtnis raus ist und dass auch junge Menschen sich doch damit auseinandersetzen. Und wirklich aus allen Schichten unterschiedlich. Also ich würde zum Beispiel auch sehr gerne mal das zeigen, zum Beispiel an der Rüdli-Schule oder so, wie es da wirken würde. Würde mich auch interessieren, weil bis jetzt habe ich doch sehr, vielleicht ein bisschen intellektuelleres Publikum einfach gehabt. Eine letzte Frage, was machst du für Musik im Allgemeinen? Sind es oft wütende Texte? Es sind emotionale Texte, also wütend würde ich gar nicht sagen. Ich habe viel emotionale Sachen. Es ist für mich wichtig, dass ich persönlich damit irgendwie einen Kontakt habe, auch wenn ich natürlich jetzt nicht so aufgewachsen bin, aber es beschäftigt mich einfach. Und es sind wirklich einfach Thematiken, die mich berühren, auch sonst viel persönliche eigene Geschichten. Und mir ist halt immer wichtig, dass Rap ist für mich halt einfach die Form von Musik, wo es am meisten Text gibt. Also es ist eine Art von moderner Poesie für mich in irgendeiner Form. Und das, finde ich, kommt heutzutage in dem Kommerziellen viel zu wenig rüber. Und mir ist halt wichtig, einfach ein Gefühl und eine Atmosphäre zu transportieren.